Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus, meine lieben Freunde. Stimmen werden laut, dass ich vielleicht aufgeben soll. Nein, nein, ich habe nicht 20 Folgen in diesem Drecksszenario verbracht, um jetzt aufzugeben, liebe Freunde. Nein, 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 wir machen weiter. Es geht weiter mit Achterbahnen im Tiefgang und wir pirschen uns Folge für Folge an den Erfolg. Ich sag's euch, es wird klappen. Es wird irgendwann, irgendwie wird es klappen, liebe Freunde. Wir schaffen das. Ich weiß noch nicht wie und ich weiß vor allen Dingen nicht wann. Aber wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen. Also, fassen wir zusammen. Wir haben relativ viel Geld auf dem Konto. Ich meine, wir könnten es ausgeben. Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, dass nicht mehr Leute in den Park kommen. Und dadurch, wenn ich jetzt noch neue Fahrgeschäfte, verteilt sich alles mehr. Ja, und das bringt mir nicht so viel. Was mir allerdings vielleicht das bringen würde, wäre vielleicht eine Attraktion zu bauen, die extrem viel Eintritt kostet und wo die Leute auch drauf gehen. Aber was ist so eine Attraktion? Sowas hier in der Art. Vielleicht nicht ganz so krass. Wie sind hier nochmal die Bewertungen? Alles grün. Aber sowas in der Art. Weil theoretisch, rein theoretisch, ist es momentan nicht so, weil irgendwie gehen nicht ganz so viele Leute momentan auf den Coastie, warum auch immer. Der ist halt noch, der braucht noch 3 Monate zum Klassiker. Wir machen ja schnell hier, es kann ja nichts passieren. Moment, wir müssen aber noch mal gerade aufs Personal gucken, nicht, dass da jemand kündigt und wir dann komplett in die... Oh, das sieht nicht gut aus. Die wollen wieder mehr Kohle. Ich will die halt nicht verlieren. Ich habe da so viel Geld reingesteckt in die Ausbildung von denen. Scheiße, echt. Wir suchen jetzt mal. Das ist alles Kacke. Wir müssen uns halt ranpirschen, ne? Also sonst bringt das ja hier nichts. Ich kann mir nicht viel mehr leisten, Freunde. Wirklich nicht. Gibt's eigentlich auch noch mal irgendwie eine Message, dass die jetzt leaven? Gibt's das? Weil wenn die halt einfach gehen, ist Kacke. Ich will vorher noch mal, wenn das hier ist oder so, will ich noch mal eine Benachrichtigung haben. Wir müssen das jetzt abwarten, ob sich hier irgendwas tut. Und in welche Richtung. Und dann gehen wir zurück zu meinem Gedankengang. Tut sich gerade gar nichts einfach. Na gut, wenn es so bleibt, ist mir auch egal, ne? Letztlich. Mein Gedankengang war... Enrique York. Was ist los bei dir? Ich muss mal hier... So den Cursor halten, um zu sehen, ob da irgendwas passiert. Geht's nach oben? Passiert irgendwas? Ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt bei den Gehältern. Ist das gerade nach oben gegangen? Genau an dem Punkt, wo es genau gleich bleibt, einfach vielleicht. Boah, ey, da tun einem ja die Augen weh, wenn man da sich drauf fixiert, ob dieser Balken da irgendwie hochgeht. Also bis jetzt tut sich nichts. Naja, zurück zu meinem Gedankengang. Nochmal. Weniger Attraktionen. Dafür vielleicht eine Attraktion, die... Da, es ist nach oben gegangen. Genau gesehen. Ja, okay, dann geht es jetzt gerade erstmal wieder nach oben mit denen. Das ist schon mal ganz gut. Weniger Attraktionen. Vielleicht eine, die mehr Eintrittsgelder bringt, als halt 2 kleine Attraktionen oder sowas. Ich meine, was bringt uns der hier? Der bringt schon ordentlich eigentlich, ne? 17,5?
Also der wird auf gar keinen Fall abgerissen. Aber hier so ein Enterprise, ja? Macht momentan nicht so viel Plus. Können wir nochmal in die... Was? Ich habe 4700 Profit gemacht, wie denn das? Da! Leute! Wie halte ich das jetzt? Das ist halt wieder so ein Schwankungsding, ist das. Das ist jetzt so ein Schwankungsding. Was ist, wenn ich jetzt alle Mitarbeiter entlasse? Was ist, wenn ich jetzt alle Mitarbeiter entlasse, Freunde? Ich guck mir vorher nochmal meine... Weil ich meine, so schnell gehen die doch nicht aus dem Park raus, oder... Klar, okay, vielleicht die Mechaniker nicht, weil wenn was kaputt geht, muss es repariert werden. Das ist klar. Wo ist es? Alter. War das jetzt... Das war nur Glück, oder? So viel Überschuss. 1200 Überschuss. Wie krass ist das denn? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Oh nee, ey, was mache ich denn jetzt? Sollen wir jetzt Risiko gehen? Meine Mitarbeiter sind halt so gut. Aber was ist, wenn ich jetzt nicht auf dieselbe Zahl komme? Was haben wir? 13. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Okay, Mann, was mache ich denn jetzt? Was kostet uns eine Besenkraft im Monat? 200, sagen wir mal 200. Wir haben jetzt die Hälfte des Monats rum, also 100. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Ah. Die Shops haben übermäßig viel verkauft. Das war einfach Glück. Das war einfach so eine... Wie soll ich das denn auf 3 Monate schaffen? Ich ändere jetzt nichts. Jetzt entschieden. Aber ganz ehrlich, wie soll man das denn schaffen? Ist doch Schwachsinn. Geht irgendwie nicht mehr viel höher jetzt. Also, werden wir nicht schaffen. Selbst wenn ich jetzt Mitarbeiter feuere, ist das ja nur noch ein Tropfen am heißen Stein. So eine Dreckscheiße. Ach Mann. Wieso geht denn auch keiner jetzt hier drauf? Ja, das wird gleich zurückfallen. So eine Scheiße. Ich meine, ich könnte noch ein bisschen hier an den Shops drehen. Die machen richtig Profit, ne? Was? Nein! Durst. Eine Bockwurst, eine Bratwurst für 12 ist aber auch schon hart an der Grenze, oder? Warum ist eine Bockwurst teurer als eine Currywurst? Das ist doch Schwachsinn. Ja, gut, das sind so voreingestellte Dinger da irgendwie. Ja, kannst knicken jetzt im Monat. Ey. Scheiße! Wie habe ich das geschafft? Einfach so. Einfach.
Einfach alles zusammengelaufen da irgendwie. Aber wie soll man das denn schaffen mit 3 Monaten hintereinander, ey? Das ist doch Blödsinn. Die Balance, die bleiben so. Ich glaube, die hier rehabilitieren sich langsam mit ihrer Meinung, aber auch nur ganz langsam, aber ist mir egal. Das reicht mir. Wie sieht es hier mit dir eigentlich aus? Ich habe mir doch letzte Folge gebaut. Machst du überhaupt Gewinn? Leicht. Sehr leicht. Da weiß ich nicht, ob ich da an den Preisen, was ich da schon gemacht habe. Das lasse ich erstmal. Guck mal, nochmal das böse Erwachen an, ja. Szeneriebetriebskosten, das kann man ja auch mal knicken, ne? Das kann man ja auch mal knicken. Da fehlen 900. So ein trauriges. Ein trauriges Unterfangen. Wir haben immerhin mal einen Monat, aber warum auch so viel? So richtig viel. Zu viel. Was sind das für Schwankungen denn bitte? Also Audi macht momentan nicht mehr viel Gewinn. Ne? Ich weiß nicht warum. Was? Gedanken der Gäste für Heiler war voll. Achso, ich habe den Heiler angeklickt. Ah, das macht natürlich Sinn. Audi ist so teuer, okay. Mhm. Dann machen wir wieder billiger. Weil Audi, wieso habe ich denn den... Wieso hat der Heiler nur so wenig Gewinn? War der nicht mal richtig krass drauf? Man weiß es nicht genau. Können da eigentlich, ist der überhaupt voll besetzt, wenn die da alle reingehen, die in der Warteschlange stehen? Ich meine, wäre auch mal gut zu wissen, ne? Sonst muss ich die wirklich noch ein bisschen länger machen vielleicht. Aber... Ja, da war es das, das war es da. Jetzt wieder auf Null. Ah, es ist wieder auf Null. Ja. Die lassen nicht alle rein, warum auch immer, oder? Nee, der ist voll. Vielleicht sollte ich einen Block länger machen, die Warteschlange hier. Was? Ja, habe ich jetzt kaputt gemacht. Ist doch egal. So. Heiler ist wieder auf. Rein mit euch. Ja, dass Aero auch so viel Gewinn macht, ne? Ja, Audi müssen wir jetzt nochmal gucken. Da waren 0 Leute drauf, tatsächlich. Die 10 waren offenbar zu teuer. Ansonsten reiße ich das Audi-Ding ab hier. Ey, was soll's? Es hat mir eigentlich immer gute Dienste geleistet, Audi. Was ist da los? Das ist aber auch so abseits, irgendwie so ein bisschen abseits vom Schuss. Ich glaube, ich reiß Audi ab. Die Leute gehen da nicht mehr drauf. Das ist denen zu teuer. Wir reißen Audi ab. Audi kommt weg. Audi kommt weg. Das ist auch mal eine interessante Parkentwicklung. Einfach, ja, immer weniger werden. Es werden nicht mehr Attraktionen, sondern immer weniger. Auch krass. So, ein bisschen Szeneriegeld einsparen hier. So, hier der fette Klops kommt weg. So. Das ist Audi weg. Audi weg. Wir sind knallhart drauf. Guck mal, jetzt macht auf jeden Fall alles Plus. Was sagen die Läden? Ja. Gut, die Verkaufsautomaten. Ja, scheiß doch der Hund drauf. Ist das jetzt der aktuelle Monat? Nein, das ist der letzte Monat.
Wie viel haben die denn? Finden Kubi billig. Kubi. 16. Guck mal, der kommt langsam ins Plus, das Ding, ne? Das war mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Million im Minus und... Okay, dann machen wir Kubi auf 17, Leute. Wenn ihr das wollt. Also Kubi und Heiler scheinen so eine Kategorie zu sein. Ja, ich bin immer noch nicht so ganz safe, was ich machen soll jetzt. Was bringt mir jetzt noch eine neue Achterbahn, wenn nicht viel mehr Leute in den Park kommen? Das ist die großartige Frage, die man sich stellen muss. Ich meine, wir hatten das mit diesem Eurofighter-Ding, hatten wir ja probiert, dass da irgendwas geht. Da ging ja nichts. Da ging ja nichts. Was ist denn mit ihm jetzt hier los? Gerade kaputt oder was? 106.000 plus. Jetzt immer so bei den 2000, bei den knapp 3000 würde ich sagen, kommen wir immer raus. Ich meine, was kostet denn, wo sind denn die, Fahrgeschäfte, Betriebskosten da, ja, auch schon relativ hoch. Schlechter Monat hier. Guckt euch das mal an. Vielleicht eher doch bei 2,5. Nicht bei knapp 3000, sondern bei 2,5 sind wir ungefähr. Ja. Kann man denn bei den Betriebskosten sehen, wer was kostet? Welches Fahrgeschäft wie viel Betriebskosten hat? Wo sehe ich das? Wie viel kostet zum Beispiel die Achterbahn? Wo sind denn da monatliche Betriebskosten? 1200. So, und der? Nur 380. 720. Aha. Aha. Also die Achterbahn hat natürlich auch hohe Betriebskosten. Wenn ich jetzt so eine Achterbahn baue, also die, woran, wo, ist das die Länge oder? Ja, hier steht's ja, ne? Wagen, Betriebsmittelkosten, Stationskosten. Kaputt. Ja, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. An welchen Schrauben wird gedreht, Freunde? Hier, der Everett Hatton, den müssen wir im Auge behalten. Der scheint nicht ins Grüne zu wandern. Oder nur sehr, sehr langsam. Der hat 340, der andere doch auch, ne? Ja, der Fritz Navarro. Man könnte, ich spiele mit dem Gedanken, hier eine Mini-Achterbahn hinzubauen irgendwie. Eine Kinderachterbahn, die konnte man doch bauen, oder? Konnte man eine Kinderachterbahn bauen, Freunde? Moment, ich muss aber nochmal, bevor ich hier eine Kinderachterbahn baue, muss ich nochmal gerade die Demografie angucken. Was haben wir für Gäste? Teenager-Gruppen, Familiengruppen, doch, Familiengruppen. Ah, ist die Folge schon wieder vorbei, ey. Man kommt zu nix. Aber man konnte doch, wir konnten doch. Konnten wir eine Kinderachterbahn bauen? Hier, den konnten wir doch bauen. Oder. Nee, konnten wir nicht. Hm.
Vielleicht bauen wir hiervon einen. Ist das ein 4D-Coaster? Die Folge ist wirklich zu Ende. Mit nur so einem Drop, weißt du? So wie ein Dropkick-Coaster, so in etwa. Das wäre doch vielleicht was. Wir gucken mal. Ich meine, Geld haben wir genug. Geld haben wir genug. Wir können das ja mal in der nächsten Folge eruieren. Was meint ihr? Soll ich bauen? Soll ich so einen ganz kurzen? Der geht hoch, geht runter, kommt ein Looping, kommt noch zwei, drei Kurven und geht zurück. Könnt ihr mal sagen. Schreibt mir mal, ob ich den bauen soll oder lieber nicht. Freunde. Was sagt der halbe September? Ja, nichts Gutes. Aber gut, die Baukosten. Aber nee, das zählt nicht dazu. Das zählt ja nicht dazu. Ja gut, liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter. Wir tasten uns immer weiter ran. Ich hoffe es zumindest. Und ja, sage tschüss. Macht's gut. Euer Brilli. Ciao, Leute.